Hallo und herzlich willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit der grünen Alternative. Wir können immer noch nichts machen, ne. Aber jetzt danach, da müssen wir die Entwicklungshilfe erhöhen, um ein bisschen Spende zu kriegen. Wir müssen leider die Studiengebühren minimal anheben, weil wir echt kein Geld haben. Ey, das war doch gerade, sah doch gerade eher für uns aus. Müssen mit einer Wahrscheinlichkeit für uns. Schade. 16 Euro Verlust durch eine Veranstaltung, wie schlimm. Ob das nicht schon deutlich schlimmer ist. Warum haben wir die besten Beziehungen mit Afrika? Nur ich hoffe, wir haben noch 9 Wochen. 40. Ja, aber. So, wir müssen das hier mal machen, damit wir uns auch Platz 1 sichern. In Salzburg. Na, konnten wir uns natürlich nicht sichern. Ist ja klar. Aber die Neos sind stärkste Kraft leider. Ist ein Problem. Und deswegen werden wir nicht mit den Neos koalieren können. Entwicklungshilfe senken. Ja, das kommt dann danach, ne? Nee, Spaß. Aha. Wie teuer sind denn Radiospots in Vorarlberg? Zu teuer. Haben wir trotzdem. Ohne die Neos machen wir alles. Wir wollen ja regieren, aber wir wollen auch unsere Ministerpräsidenten natürlich an die Macht bringen. Neos, Piraten, FPÖ gilt natürlich. Machen die lieber ohne mich. Das muss ich ab und zu mal machen, einfach. Ist mir auch das Geld egal. Oh, bitte stimmt einfach zu. Das bringt mir nämlich ziemlich viel Geld. Das wäre so eine Möglichkeit, da hätte man vielleicht doch spenden sollen, weil ich dadurch echt viel Geld kriege. Wobei, es geht auch so. Perfekt. Also, ja, Dinkhauser stimmt dafür. Wie nett. Einbürgerungstest abschaffen, das machen wir. Für so viel Geld machen wir das. Boah, ich bin ja echt. Hui, Lobby gesteuert, ne? Minimal. Mini ganz. Ah, wir sind so stark in Vorarlberg. Wie teuer wäre das? Ja, machen wir das noch. Wir sind so stark. Da kann ich ganz allgemein mal bei Geld spionieren. Schade. Die möchte ich aber loswerden. Das ist guter Koali guter Partner bundesweit, besser als die Rechten auf jeden Fall, aber er geht auch noch besser. Und zum Beispiel mit uns in der Absoluten. Und die gilt, die ist leider eine Bedrohung, obwohl die so klein ist. Britisch. Und hier, guckt, hier sind sie auch zweitstärkste. Danach die ÖVP, Neos, FPÖ. Ja, und ein paar Kleinstparteien ziehen natürlich auch ein. Dafür fliegt die SPÖ raus. Wie sieht's aus mit Parlamentsvertretung? Gilt, die ÖVP und die Grünen sind überall drin. SPÖ und FPÖ sind jeweils in einem nicht mehr drin. Die Neos sind in drei nicht drin, genau wie Pilz. Die Piraten in vier nicht drin. Und die unten sind eher so drei, zwei und einmal überhaupt nur vertreten. Bei der KPÖ müssen wir sowieso spionieren, weil die in ihrem einen Bundesland, welches ist das? Steiermark, glaube ich. Ah, Steiermark, da sind die nämlich ziemlich stark. Deswegen mache ich auch mal in der Steiermark nochmal Werbung und natürlich in Tirol. Allein das Prinzip. Und in Wien. Genau. Und was ist die nächste Wahl? In 29 Wochen Burgenland. Burgenland ist ja schön günstig. Und ja keiner außer Benny. Wir haben gerade was am Laufen, ne? Gut, ja. Spende wieder. Nett gesagt. Grüne ÖVP mit Monika Petri in Vorarlberg. Einbürgerungstest abschaffen. Das kommt irgendwie auch nicht ganz so gut an. Aber wenn die Piraten und Gilt noch dafür stimmen, ist das durch. Die SPÖ kann man sich ja eigentlich immer verlassen. Ja, Piraten dafür.
Ich hasse euch, Guild. Ich hasse euch, Guild. Ich hasse euch. Woche 36. Na, da haben wir jetzt leider keine Zeit. Obwohl doch. Ich glaube, einen Versuch kann ich noch wagen. Ja, das ist noch in der Zeit drin, aber... Naja, wir versuchen es einfach mal. Die macht Haarvogelgras. Ey, das ist mir, glaube ich, zu teuer. Ja, viel zu teuer. Ah. Oh. Hilfe erhöhen, Wehrpflicht zu verlängern. Na, das möchte ich alles nicht. Wochen mal was anderes, eine andere Zahl mal. Wir müssen irgendwo Geld reinkriegen. Versuchen wir es nochmal mit einer Erhöhung der Ökosteuer. Nach dem Einbürgerungstest natürlich. Vielleicht geht es ja beim zweiten Mal für mich. Die werden sich auch so denken: Mir ist Pirat eingebrochen. Ja, die Piraten dafür. Gilt, ich hasse euch. Hätte Geld eigentlich Geld geben müssen. Naja. Ah, ist in Ordnung. Ja. Das ist natürlich jetzt auch nicht sonderlich gut für den Geldbeutel, wenn ich die ganze Zeit auf Reisen gehe. Aber muss ich machen. Damit die Beziehungen bestehen bleiben. Wofür auch immer die gut sind. In dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass durch Handel vielleicht mehr Geld reinkommt oder so. Ich weiß nicht, was für Auswirkungen das jetzt direkt hat. Ja, Burgenland eben. Halt's mir noch unter die Nase. Das müsste durchkommen eigentlich. Gilt und die Piraten und die SPÖ sind auch dafür. Das ist echt so eine instabile Mehrheit, die wir haben. 94 Sitze immer, wenn alles gut läuft. Aber auch nur, wenn alles gut läuft. Oh, Dinkhauser hat sich auch noch dafür entschieden. Sehr gut, Dinkhauser. Burgenland, das erobern wir ja förmlich. Bei der BZ können wir nochmal. Hier habe ich echt keinen Bock. Die soll nicht noch erstarken. Schade. Supergau! War ich nicht! Ich bin gegen Atomkraft. Ich bin gegen Atomkraft. Also ich hab nur vergessen, das abzuschaffen. Upsala. Boah, ich werde trotzdem stärkste Kraft. Ja, da steht, ist doch scheißegal, was ich mache. Habt ihr das Parlament gerade gesehen? Ja. Ja, Weimarer Republik in Österreich. 30 Wochen sind Nationalratswahlen. Der SPÖ zu koalieren ist natürlich immer am besten. Wir müssen aber alles verhandeln, denn den Ministerpräsidenten zu stellen, ist meine besondere Ehre. Handeln kann man ja alles. Grüne SPÖ Fritz. Die Fritz mag ich ja seit kurzem aus irgendeinem Grund. Weil die doch mich zum Teil gerettet haben mit den Abstimmungen noch. Nett in meine Richtung gestimmt haben. Bin natürlich besonders sympathisch. Schade. Aber 8 Wochen kann ich mir leisten. Ja, natürlich die Frau Glasnost Petro wieder. Atomkraft abschaffen. Oh Gott, das kommt wahrscheinlich nicht mal durch. Weil die Piraten aus irgendeinem Grund für Atomkraft sind. Was ist eigentlich meine eigentliche Regierung? Ich hoffe, SPÖ Piraten gilt. Wahrscheinlich aber eher weniger. Oh Gott. Man soll nicht sagen, dass ich nicht versuche bei der nächsten Wahl. Dinkhauser! Ich möchte mit Dinkhauser zusammenarbeiten. Dinkhauser, super. Mit SPÖ.
Piraten und Guild, tatsächlich. Ha. Ich würde aber statt Guild lieber Fritz Dinkhauser beim nächsten Mal haben. Fritz Dinkhauser ist mir sehr sympathisch. Guild, ich hasse euch. Und Piraten, ich hasse euch. Boah, meine Güte. Hol ich das Geld einfach so aus? Ich hab's ja. Die arme Frau Ansbach. Kommt eigentlich zufällig oder wirklich, wenn man viel Werbung macht? Ja, noch so eine Frage. Aber oh, Wahlkampfforscher ist halt nichts in Österreich. Der Herr Holzhaus. 25 Wochen. Einfach mal die Hoffnung, dass die KPÖ da noch nicht alles übernommen hat. Ui, was ist das denn da? Atomkraft, da sind wir dagegen. Oh, sowas von. Ich versuch's nochmal. Man soll aber nicht sagen, ich versuch's nicht. Oh, perfekt. Wie sieht's mit Fritz Dinghauser aus? Nein! Der wird so schwach. Aber ich glaube, es gibt eine 4% Hürde, ja. Erst momentan sind alle Parteien drin. Eine Regierungsbildung wird so. Oh, ich glaube, es ist aber möglich, aber trotzdem. Ich möchte mit Dinghauser. Ich möchte Dinghauser. Ich werde auf jeden Fall jede Koalition mit der Piratenpartei ausschließen. Punkt. Was versucht denn die Regierung hier wieder? Macht die Kleinstparteien das alles? Dankeschön. Mag Fritz Dinkhauser. Fritz Dinkhauser ist mir sympathisch. Liste Fritz Dinkhauser wählen. Ich weiß nicht, wie die in der Realität ist, aber hier. Wäre sehr sympathisch. Ein letztes Mal versuche ich's. Von Wahlen, wenn wir jetzt aus der Regierung fliegen oder so. Ah, 25% wären nett. 21 nur. Ah, das ist schon schlecht, ne? Echt schon sehr schlecht. Pilz auf Platz 2, danach Guild. Neos. Oh Gott. Aber alle sind noch drin. Oh, Dinkhauser über 5%. Oh. Ah, kann jetzt theoretisch ohne mich koalieren. Dann müsste ich auch mit den Piraten verhandeln. So, ich werde alles verhandeln, das ist kein Problem. Und mit den Piraten nicht. Es tut mir leid, aber die Piraten, die sind gerade mal fein raus aus meinen Verhandlungen. Grüne jetzt, Neos SPÖ. Interessant. So, ich will den Finanzminister. Und den Umweltminister, genau. Ja, passt doch so. Und dann hier der Alex, die Isabel, der Ulrich, die Manuela. Der Xavier. Habe ich genauso viel Ministerposten wie beim letzten Mal. Nö, ich bin zufrieden. Bundeskanzlerin, ja, eine von den Neos, einer von jetzt, zwei von jetzt und einer von der SPÖ. Okay. Ui, da ist er gerade beliebt geworden hier. Wegen dem Einkommensteuersatz. Ich sag jetzt aber mal herzlichen Dank fürs Zuschauen in dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit es.